Es ist, und die Bundeskanzlerin hat zu Recht darauf hingewiesen, nicht akzeptabel, dass immer wieder bei Tötungsdelikten oder schwerer Kriminalität die Aussage kommt, einer der Täter hätte schon längst abgeschoben werden müssen. Und deswegen sage ich, die Abschiebung vor allem von Straftätern muss eine große Kraftanstrengung in unserem Land werden.